Hallo Freunde der Sommerbühne, willkommen im neuen Video. Nach der aufregenden Zeit in Athen brauchten wir wieder etwas Erholung, um Kraft zu tanken für neue Abenteuer. Dafür haben wir den Süden von Chalkidikis ersten Finger aufgesucht. Wir sagen Tschüss und bis bald Griechenland. Willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben uns für ein Jahr Auszeit entschieden und versuchen in der Zeit, die Welt um uns herum noch besser kennenzulernen. Kommt mit! Ja, mach ich. So Leute, wir haben ein Problem, denn wir haben eine Schraube in unserem Reifen. Ein YouTube-Video angeguckt, wir haben den Ersatzreifen schon mal abgekriegt und jetzt müssen wir noch den Reifen, wo die Schraube drin ist, noch abkriegen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Und Henny, was? Na, mal so. Ah, mein neues Zuhause hier, willkommen auf der Reise. Ach, jetzt haben wir die Ding hier vergessen. Sie kommt bei uns, glaube ich, nicht. Gut. Freunde der Sommerbühne, willkommen im neuen Video. Wir wollen in die Türkei. Wir stehen jetzt an der EU-Außengrenze. Die Grenze ist direkt vor uns. Was jetzt hier so passiert, wissen wir noch nicht. Ob sie uns rüberlassen, wissen wir auch nicht. Wir melden uns danach nochmal. Wir haben es geschafft. Es war recht problemlos. Der Grenzbereich, der war sehr leer. Wir mussten 3 Stopps machen. Der erste Stopp, um Griechenland und EU auszuchecken. Der zweite Stopp war, mussten wir Passports zeigen, mussten uns scannen lassen mit einer Kamera. Und beim dritten Stopp hat man die Fahrzeugpapiere kontrolliert. Ganz wichtig, bringt unbedingt die weiße Versicherungskarte mit. Und die muss enthalten den Zutritt für den asiatischen Raum auch. Also darauf unbedingt achten. Bei der zweiten Kontrolle noch eine Ergänzung. Dort ist der Grenzpolizist komplett ums Mobil rumgelaufen, hat in alle Öffnungen gucken wollen, hat ins Mobil reingeschaut. Wir mussten die Toilette öffnen, also den WC-Raum öffnen. Und also der Innenraum wurde auch kontrolliert. Ja, mehr können wir eigentlich erstmal nicht sagen. Jetzt machen wir uns auf den Weg in die Türkei. So Leute, erste Teilstück geschafft. Wir sind unterwegs in der Türkei. Erster Eindruck. Tankpreise, Paradies. Umgerechnet 92 Cent für Shell V-Power Diesel. Sollte man seinen Motor ab und zu mal gönnen. Aber was macht der moderne Mensch ohne Internet? Wir sind jetzt unterwegs, um uns Gigabyte zu kaufen, weil das EU-Datenroaming natürlich hier nicht gilt. Und hoffen, dass wir Erfolg haben. Mal sehen.
So Leute, wir waren erfolgreich. Wir haben jetzt eine SIM-Karte hier für 3 Monate. Ist die aktiv? Solange wie das Visum gilt für die Türkei? Genau, für die ersten 4 Wochen sind erstmal 50 GB drauf und wir haben 1100 Lira bezahlt. Das sind roundabout 60 Euro. Also ziemlich teuer. So Leute, eine Nacht später, nächster Tag. Wir haben heute keine Lust weiterzufahren. Wir sind gestern noch an Istanbul vorbei, weil gestern war hier die Präsidentschaftswahl. Wir wollten nicht direkt da einfallen, wer weiß, was da so los ist. Sind jetzt eine Stadt weiter und die Stadt heißt İzmit. Wir haben hier einen großen Parkplatz gefunden, auf dem wir jetzt die letzte Nacht ganz beruhigt gestanden haben. Genau, und das liegt am Marmara-Meer. Genau, man denkt, es ist ein See, aber wenn man genug auf die Karte guckt, dann ist das immer noch das Mittelmeer. Und im Hintergrund hört man die Moschee. Die hat uns heute früh um 4.30 Uhr schon geweckt, mehr oder weniger. Und alle paar Stunden geht es hier zum Gebet. So, wir sind jetzt in İzmit in der Fußgängerzone angekommen und wollten gleich mal hier einen Çiğköfte ausprobieren. Das sind quasi so Köfterollen ohne Fleisch. Schmeckt total lecker, ein bisschen scharf. Obwohl wir gesagt haben, nicht scharf, aber wenn die scharf machen, ist glaube ich richtig scharf. Und haben jetzt bezahlt nicht mal 5 Euro. Genau. 4 Euro noch was für 4. Also 20 türkische Lira für einen Çiğköfte. Sehr lecker. So Leute, kurze Preisinformation, Kugeleis, 10 türkische Lira, also nicht mal 50 Cent. So Kinder, erster Eindruck, Türkei? Ja, sehr gut, sehr sauber und ja. Und schön modern. Schön bunt, schön laut. Nein, ne? Laut viele nicht. Verrückt. Viele Menschen laufen hier auf der Straße rum. Ja. Kennt ihr die Karl-Marx-Straße in Berlin? Nein. So ähnlich. Eine Besonderheit hier bei dem Stellplatz, besser gesagt Parkplatz in İzmit ist, als wir vorgestern Nacht hier ankamen, ganz spät abends, haben wir lauter Wohnwagen stehen sehen. Ja, wir haben sofort erkannt, dass dort niemand drin sein wird und dachten, womöglich sei das ein Verleih. Aber wir haben gestern festgestellt, dass BewohnerInnen İzmits hier am Nachmittag herkommen, ihre Stühle rauspacken, Tische rauspacken, ihr Essen, irgendein Essen zubereiten, ja, und sich hier einfach gut gehen lassen. Anmerkung noch, das Einschlafen fällt hier auf diesem Stellplatz sehr schwer, denn die Jugendlichen toben sich hier mit ihren Autos und ihrer Musik aus bis tief in die Nacht, aber dafür schläft man danach dann richtig gut und kann auch morgens richtig beruhigt aufwachen. Und man hat hier eine ganz tolle Lage, direkt an einem Stadtpark, am Meer angeschlossen, Spielplätze für die Kinder, also schön. Also Leute, wir sind jetzt hier bei einer Reifenwerkstatt gelandet. Das läuft hier alles problemlos und super gut. Eigentlich, die Leute sind super freundlich. Wir arbeiten mit Google Übersetzer und kommen gut klar. Uns wurde super schnell geholfen. Wir sind rangefahren, er gleich rein. In 1,5 Stunden sollte das Ding hier erledigt sein. Der eine Reifen ist schon ab. Und wir kriegen jetzt die besten Reifen von Michelin. Wir freuen uns. Und wann hast du bezahlt? 2,10 €. Wollt ihr doch unbedingt Geld wiedergeben? Ja. Da ist eigentlich ein Park und da ist ein Campingplatz drin. Das ist cool, ne?
Wir haben die letzte Nacht verbracht, nachdem wir so einen anstrengenden Tag hatten, beziehungsweise einen Tag mit vielen verschiedenen Eindrücken, haben wir die Nacht verbracht in der Nähe von Ankara. Und zwar, wenn man von oben schaut, auf der Ostseite in einem Park an einem See. Der Stellplatz, der kostet pro Nacht 203,70 €, das sind ungefähr 10 Euro mit Strom. Ja. Also wir hatten auch eine sehr ruhige Nacht und witzig ist wieder, hier stehen wieder lauter Wohnwagen, wo einheimische Menschen sich drin aufhalten und Urlaub machen. Der Park nennt sich Mavigel. Hier findet man ganz viele Zonen, wo man picknicken kann mit Überdachungen. Spielplätze sind hier ganz viel. Man hat den See, wo man Tretboot fahren kann. Das probieren wir gleich mal. Ja, Eintritt kostet hier 20 türkische Lira. Wenn man sich auf den Stellplatz begibt, dann wird einem das erlassen, der Eintrittspreis. Also Leute, weitere Erfahrung hier, wir sammeln jeden Tag neue. Und zwar ist es so, dass wir jetzt Eis gegessen haben und wir hatten zu wenig Lira dabei und haben dann bezahlt und konnten dann nicht bezahlen und dann mit Google Übersetzer wieder und so weiter. Und jedenfalls auch gestern beim Reifenhändler wollte ich mal zum Ausdruck bringen, dass halt wirklich diese Menschlichkeit, die Herzlichkeit der Leute hier total rüberkommt. Versuchen wir mit dir zusammen eine Lösung zu finden, ne, total nett, ja. Zuvorkommt. Und fahren mit dir zum Bankautomaten oder versuchen dir auch wirklich immer auf den Cent das Geld auch wiederzugeben, das Wechselgeld dabei. Aber das Eis, das haben wir jetzt, da haben wir Euro jetzt gegeben und er wollte uns unbedingt die restlichen Kugel Eis noch geben, damit das erfüllt ist. Ja, ja, wir haben jetzt 5 Euro gegeben und das war zu wenig Eis für 5 Euro eigentlich. Und das wollte er nicht auf sich sitzen lassen. Er wollte halt jetzt unbedingt noch mehr Eis geben, obwohl wir eigentlich schon Eis hatten. Also wirklich top hier. Also der erste Eindruck für die Menschen sind so herzlich, die kommen auf dich zu. Ob das jetzt der Bootsverleiher war, ob das der Reifenhändler war oder jetzt der Eisverkäufer. Also das ist schon mal ein großer Unterschied zu Deutschland. Freunde der Sommerbühne. Das war unser erstes Türkei-Video. Wer wissen möchte, wie es weitergeht, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund!